Hallo Leute, euch ist mit Sicherheit auch aufgefallen, wie die Preise für Obst und Gemüse in letzter Zeit gestiegen sind. Mir geht es jetzt weniger darum, warum das so ist, sondern vielmehr darum, welche Alternativen es gibt. Denn wenn wir aus der Gemüseabteilung ein Stückchen weitergehen, kommen wir in die Tiefkühlabteilung. Und genau darum soll es heute gehen. Es gibt nämlich auch leckeres Gemüse in der Tiefkühlabteilung. Und heute soll es hauptsächlich darum gehen, welche Vor- und Nachteile Tiefkühlgemüse hat. Der erste Vorteil ist, die Nährstoffe und die Vitamine bleiben durch das Einfrieren erhalten. Das heißt, die Lebensmittel werden frisch geerntet, verarbeitet und dann direkt eingefroren und somit gibt es da keinen Verlust bei den Nährstoffen. Nächste Vorteil ist natürlich, wie eben schon erwähnt, der Kostenfaktor, denn Tiefkühlgemüse ist meistens deutlich günstiger als im Moment auf jeden Fall das frische Gemüse und von daher kann man das eben sehr, sehr gut als Alternative verwenden, wenn man aufs Geld achten muss. Und ich glaube, das müssen wir im Moment alle. Und der nächste Vorteil ist, ihr habt keine Schalen oder Abschnitte, sondern ihr habt nur das reine Gemüse, das ihr direkt verarbeiten könnt. Das beinhaltet natürlich auch, dass die Sachen schon fix und fertig geschnitten sind und ihr damit auch noch jede Menge Zeit sparen könnt. Und der nächste Vorteil ist, Tiefkühlgemüse hält deutlich länger als frisches Gemüse. Das heißt, ihr müsst da nicht unbedingt darauf achten, dass es möglichst zeitnah verarbeitet, sondern das hält durchaus ein paar Monate im Tiefkühlfach, bevor es anfängt, ich sage mal so, an Qualität zu verlieren. Denn mit der Zeit kriegt das Gefrierbrand und dann ist die Qualität nicht mehr ganz so toll. Aber wie gesagt, ein paar Monate hält das Zeug auf jeden Fall. Und der nächste Vorteil ist, ihr könnt die Menge entnehmen, die ihr haben wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur eine Portion braucht, nehmt ihr einfach nur eine Portion raus, sofern es einzeln entnehmbar ist, was allerdings das meiste von den Gemüsesorten ist, und den Rest einfach wieder einfrieren. Und bevor es an die Nachteile geht, habe ich mir schon mal die Pfanne eingeheizt. Da kommt ein bisschen Olivenöl rein. Ich habe jetzt hier eine italienische Gemüsemischung, das heißt, das sind ganz viele verschiedene Gemüsesorten drin, was wiederum den Vorteil hat, ich muss jetzt nicht einen Rest Zucchini oder einen Rest Paprika oder wie auch immer verarbeiten müssen, sondern ich habe halt die Menge, die ich gerade brauche. Das kommt jetzt in die heiße Pfanne. Und dann geht es auch gleich an die Nachteile, und zwar Geschmack und Textur. Denn gerade die Textur, wenn man die Sachen vorher nochmal auftauen lässt, sind eher nachteilig, denn so ein Blumenkohl zum Beispiel, der wird dann ziemlich schwammig, gummig. Deswegen empfehle ich euch, wenn je nachdem, was ihr für Gemüse habt, verarbeitet es direkt. Also wie gesagt, ich gebe es jetzt direkt gefroren in die Pfanne und so habe ich die Möglichkeit, die Sachen noch ein bisschen anzubraten und denen eben noch eine angenehmere Textur zu geben. Ausnahme ist Spinat, den könnt ihr natürlich auch vorher auftauen lassen. Noch ein Nachteil ist, dass manche Tiefkühlgemüse noch Zusatzstoffe enthalten, Salz, Zucker oder noch vieles andere. Da müsst ihr vorher auf der Packung nachschauen, dann könnt ihr erkennen, ob da noch irgendwas mit beigemischt ist. Ich habe noch ein anderes Gemüse, da ist zum Beispiel Butter schon mit drin, aber das kann man ja dann selber entscheiden, ob man das haben möchte oder eben nicht. Der nächste Nachteil ist, es gibt Einschränkungen bei der Zubereitung, denn aus dem Gemüse jetzt noch einen frischen Salat zu machen, ist eher schwierig und man kann es auch nicht wirklich roh verarbeiten, sondern man muss es schon garen. Also für die rohe Verwendung würde ich auf jeden Fall frisches Gemüse empfehlen, aber jetzt so für in die Pfanne zum Weiterverarbeiten ist das wunderbar geeignet. Und dann habe ich noch einen Nachteil bei dem Tiefkühlgemüse, ist mir gerade aufgefallen, bei den Gemüsemischungen, je nachdem was drin ist, hat das Gemüse noch eine unterschiedliche Garzeit. Ich habe jetzt zum Beispiel Zucchini und Bohnen in meinem Gemüse drin. Die Bohnen bräuchten eigentlich deutlich länger als die Zucchinis. Das heißt, ich muss die Garzeit dann entsprechend anpassen, was sich auch nachteilig auf das Gemüse auswirkt. Also da empfiehlt es sich dann vielleicht eher, je nachdem was ihr für Gemüse habt, die sortiert zu kaufen und dann selber zu mischen, wie ihr es gerne haben wollt. Nachdem das Gemüse dann etwas angebraten ist, kommen bei mir noch ein paar Gnocchis mit dazu. Die brate ich auch noch kurz mit an. Dann habe ich hier noch ein bisschen selber eingefrorenen Basilikum und Schnittlauch. So, kommt auch noch ein bisschen was mit rein. Zum Schluss kommt jetzt noch ein bisschen Tomatensauce mit dazu. Dann noch ein klein wenig abschmecken.
Und damit ist mein Tiefkühlgemüse eigentlich auch schon fertig. Und wie ihr seht, ich habe keine Arbeit, ich habe kein schmutziges Brett oder Geschirr, außer jetzt die Pfanne und vielleicht noch meinen Teller. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eine recht schnelle und einfache Sache. Gerade wenn man abends vom Feierabend nach Hause kommt, ist es auch noch recht gesund und von daher eine sehr gute Alternative. Und preislich sowieso besser als im Moment die Gemüseabteilung. So, in diesem Sinne, falls ihr jetzt noch weitere Tipps habt rund ums Tiefkühlgemüse oder falls ihr irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin viel Spaß beim Kochen.